Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, warum die Grünen so erfolgreich sind, so beliebt sind bei den Wählern. Gestern nach der Berliner Runde kamen noch Nachrichten, ich habe mir noch die neuesten Hochrechnungen angeguckt und dann kamen Befragungen zu Themen der Leute und da ging mir ziemlich ein Licht auf. Schauen wir uns im Folgenden die beiden Grafiken an. Hier sehen wir die Parteienkompetenzen. Corona, Grüne 25%, CDU 17%. Hier sieht man, dass die CDU jetzt gelitten hat, weil die CDU in der Regierung ist. Und die Grünen, die sind ja streng bei Corona. Und die Leute sind ja überzeugt, dass das richtig ist mit dem Lockdown. Also finden sie die Grünen besser. Und jetzt kommt die entscheidende Grafik. Hier sehen wir Klimaschutz. Und hier haben die Grünen 59% und die CDU nur 10%. Schauen wir uns an für Rheinland-Pfalz. Hier sehen wir auch Corona, bla, Schule auch irgendwie. Und dann auch wieder Klimaschutz, 47%. Und wenn wir uns jetzt einmal zurückerinnern, in den 90ern, die Grünen waren einstellig gewesen. Die Grünen waren eigentlich die ganze Zeit einstellig gewesen, bis auf die letzten Jahre. Und das liegt daran, dass im Grunde Kretschmann, aber es war auch schon Özdemir, im Grunde sind sie so ein bisschen wie Angela Merkel. Es sind trojanische Pferde. Sie geben sich konservativ. Und das mögen die Leute, vor allem in Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg haben die Leute ja über Jahrzehnte CDU gewählt und jetzt wählen sie Grün. Und warum wählen sie Grün? Weil sie tatsächlich glauben, dass es einen Treibhauseffekt gibt und der Mensch hauptverantwortlich ist für das Klima, für eine Klimabedrohung, dass die Welt untergeht. Das glauben diese Leute ernsthaft. Jedenfalls ganz viele davon. Weil nur so ist ja erklärbar, dass in den 90ern nur ganz wenige Leute Grün gewählt haben und jetzt so viel. Vor allen Dingen ehemalige CDU-Wähler. Und sie glauben tatsächlich, man muss den CO2-Verbrauch unbedingt drosseln, um das Klima zu retten. Warum glauben Leute wie wir nicht mehr daran? Es ist ja so, das ist Physik. Wir als Laien, als einigermaßen, ich bin jetzt kein völliger physikalischer Laie, aber ich bin jetzt auch kein Experte in dem Gebiet. Wer nicht absoluter Experte ist, in der Forschung direkt drin ist, kann nicht beurteilen, ob es einen Treibhauseffekt gibt oder nicht. Ein anderes Beispiel. Die Luft steigt auf, beim Aufsteigen kühlt sie ab. Wir können nicht verstehen, warum das so ist. Wir können es einfach zur Kenntnis nehmen. Und dann gibt es eben die wissenschaftlichen Erklärungen, die wir dann zur Kenntnis nehmen und akzeptieren müssen. Und was wir jetzt wissen, was ich jetzt weiß, oder was viele hier wissen auf YouTube, was der CDU-Wähler und jetzige Grünen-Wähler nicht weiß, ist, dass es Leute gab wie Gerhard Gerlich, die den Treibhauseffekt widerlegt haben. Dass es keinen Treibhauseffekt gibt wahrscheinlich, weil es ist doch auffällig. Wir lesen ja auch zwischen den Zeilen. Ich sehe, okay, 2009, es wird eine Arbeit veröffentlicht, eine wissenschaftliche Arbeit von einem theoretischen Physiker, von einem absoluten Experten, vor allem der auch glaubwürdig ist mit seinen mathematischen Rechnungen, der uns hier physikalisch geprüft in einem wissenschaftlichen Journal zeigt, es gibt keinen Treibhauseffekt. Jetzt könnte man immer noch sagen, okay, jetzt sagt der eine Experte das, jetzt sagen die anderen Experten das andere. Aber Gerhard Gerlich wird aus dem Diskurs ausgegrenzt. Wir haben nie was davon gehört. Ich habe bis vor eineinhalb Jahren nie was davon gehört. Es wird Guido Reis zum Klima gefragt, aber diese Leute, ein angesehener Physiker, wird ausgegrenzt. Und überhaupt diese ganzen Skandale mit Modellrechnungen, könnte man jetzt viel aufzählen, es kommt in den öffentlich-rechtlichen, es kommt in den etablierten Medien, in den Altmedien, es kommt nicht vor. Und was zeigt das? Wenn es nicht vorkommt, dann heißt das ja, dass sie keine Argumente dagegen haben. Weil wenn sie gute Argumente hätten, dann könnten sie einladen und dann könnten sie zeigen, dass sie die besseren Argumente haben. Aber durch Repression werden diese Leute ausgegrenzt. Es ist geheim, sozusagen. Wir kriegen davon nichts mit. Und umso deutlicher wird dadurch aber für uns, dass diese Leute wahrscheinlich recht haben. Und es ist ja auch eindeutig. Und der Treibhauseffekt wurde ja schon 1909 widerlegt. Das sind alles Fakten, die die Leute nicht wissen. Und vor allem, wenn man sich Interviews anschaut mit Gerhard Gerlich, Ralf Teuschner. Diese Leute wirken absolut vertrauenswürdig, absolut seriös.
Jeder halbwegs gebildete Mensch, bin mir sicher, wenn er Gerhard Gerlich im Fernsehen sieht, er wird ihm glauben und nicht diesen Leuten vom PIK, vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung heißt es übrigens. Das heißt nicht Klimaforschung, es heißt Klimafolgenforschung. Und warum? Weil man das Klima nicht erforschen kann. Das erklärt ja, oder das ist zu kompliziert, das zu berechnen. Das erklärt Gerhard Gerlich ja auch, dass man nicht mit Modellrechnungen das berechnen kann, weil es zu kompliziert ist. Man sieht es ja auch, die Wettermodelle können mit Mühe und Not ein paar Tage vorhersagen, was ja auch eine Riesenleistung ist. Aber mehr nicht. Die ganzen Leute in Deutschland wissen davon nichts. Und hier muss man ansetzen, wenn wir was verändern wollen. Das heißt, wenn die Leute Bescheid wissen über diese Arbeit, es geht gar nicht darum, man muss sie jetzt gar nicht davon überzeugen, es ist ein Fehler jetzt zu sagen, ich erkläre dir jetzt, es gibt keinen Treibhauseffekt. Sondern, wenn die Leute wissen, da gibt es eine Arbeit, eine Publikation, die alle möglichen Treibhauseffekte widerlegt, und das kommt nicht im Fernsehen, dann bilden sie sich ihre Meinung von selbst, was da wohl los ist. Wie gesagt, wir sind alle physikalische, mehr oder weniger, wir können das nicht beurteilen. Wir sind nicht die Spitzenforscher. Wenn die Leute verstehen, dass die Möglichkeit besteht, dass die Forscher ein Kartell bilden, dass die ganzen Leschs und wie sie alle heißen, dass alle genau wissen, dass es sehr wahrscheinlich, dass es eine Vermutung ist, die man jetzt irgendwie aufbläht und es den Leuten präsentiert. Wenn die Leute das in Betracht ziehen und das verstehen, diesen Zusammenhang verstehen, das ist ja auch das Problem, die Leute verstehen gar nicht das Motiv. Wenn es gelingt, das den Leuten zu vermitteln, dann sind die Grünen erledigt. Dann bricht alles weg. Weil Winfried Kretschmer lebt ja davon, dass er für diesen netten Konservativen gehalten wird. Die halten den für wie die CDU, nur im Nett. So sehen die den Kretschmann. Ah ja, und mit dem Klima, das ist ja ganz wichtig. Und wenn die Leute denken, dass man das Klima retten muss, indem man den CO2-Verbrauch reduziert, dann ist natürlich vollkommen folgerichtig, dann wählt man die Partei, die das am meisten vertritt, und das sind die Grünen. Weil man eben daran glaubt, weil die Leute in Baden-Württemberg daran glauben. Wenn die Leute nicht mehr daran glauben oder sehen, aha, die Grünen verschweigen uns was, wir werden getäuscht. Es geht mir gar nicht darum, wer jetzt genau recht hat, ob es den Treibhauseffekt gibt oder nicht. Aber wenn man sieht, uns werden Informationen vorgehalten. Mit Repression werden Forscher aus dem Diskurs rausgehalten. Dann sehen die Leute, da stimmt was nicht. Und dann steht auch Kretschmann nicht mehr da wie der nette Konservative. Dann fällt alles ab. Dann steht er eben da, wie der Mao ist, der jetzt einen auf nett macht. Genauso ist das gleiche das Problem mit Angela Merkel. Die Leute halten sie auch für einfach ganz seriös, ganz nett. Das ist eben ihr Auftreten. Und anscheinend haben sie das jetzt alle verstanden. Das hat man auch am Wahlabend gemerkt. Sie probieren jetzt einen auf nett zu machen. Das hat man ja in der Berliner Runde gesehen, wie sie alle ganz nett zueinander waren. Und den Bürger sozusagen zeigen wollen, ihr müsst euch keine Sorgen machen, es ist alles gut. Ihr seid in besten Händen. Wir machen das alles ganz gut, ganz nett, wir machen das verantwortungsvoll. Und sie sich so gegenseitig die Bälle hin und her spielen. Weil die Grünen, die haben gemerkt, ja, wenn wir jetzt immer so aggressiv sind wie in den 90ern, klar, dann haben wir unsere 8-9%, die finden das ganz gut. Aber die CDU-Wähler erreichen wir nicht. Da kommen wir einfach nicht an mit diesem Tonfall. Sondern sie haben dann gesehen, aha, die Angela Merkel und jetzt in Baden-Württemberg der Kretschmann, die machen einen auf ganz gedeckt, auf ganz konservativ. Sagen, das trojanische Pferd, wir machen einfach das trojanische Pferd und dann die CDU-Wähler, die sind so doof, die wählen uns dann. Man erkennt über YouTube, wir haben natürlich, es ist ganz toll, es gibt ganz viele Leute, die gucken YouTube, aber man sieht auch, ganz viele Leute gucken YouTube nicht und man erreicht die Leute über YouTube nicht. Und man erreicht die Leute auch nicht über Demonstrationen. Das in einem anderen Video. Es ist ganz offensichtlich. Und deswegen, es helfen nur Flugblätter. Und das macht keinen Spaß. Es macht natürlich mehr Spaß, gesellig zu sein. So sind die Menschen. Anstatt allein rumzulaufen und Flugblätter zu verteilen. Das macht keinen Spaß. Aber das ist die Lösung. Wenn man diese Informationen den Leuten nahebringt, diesen ganzen CDU-Wählern, die jetzt Grün wählen, ehemaligen CDU-Wählern, diese Leute damit erreicht, dann ist vollkommen klar, dass die Wende gelingt. Dann sind die Grünen erledigt. Dann sind sie alle erledigt.
das muss jetzt einfach getan werden. Es ist nur die Frage, ob, ja, ob sich genug Leute finden. Also jetzt muss man das Flugblatt noch verfeinern. Ich habe ja schon eine Version ins Netz gestellt. Aber das kann man bestimmt noch sehr viel besser ausfeilen. Und man muss, denke ich, das Klimathema ist entscheidend. Auf das Klimathema muss man setzen. Weil bei Corona, da kann man sich immer noch rausreden. Dann kann man sagen, okay, Sterblichkeit 2,6, ja, es war jetzt vielleicht übertrieben, aber wir sind da so fürsorglich und die Langzeitfolgen und man weiß ja nicht genau. Da kommt man raus. Aus der Nummer kommt man noch raus. Natürlich auch mit der Repression gegen Querdenken, wenn man deutlich macht, was da alles verschwiegen wird, wie die Leute ausgegrenzt werden. Wenn das den Leuten offensichtlich gemacht wird, dann ist das auch gut. Aber noch viel schlagender als das ist das Klimathema, weil das vor allen Dingen auch schon viel länger geht. Und es, weil es viel offensichtlicher ist. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Für alle Spenden möchte ich mich ganz herzlich bedanken, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt. Hier die Spendenlinks. Macht's gut.